So, nachdem wir unser eTermin-Account eingerichtet haben, kümmern wir uns um die ersten Funktionen. Dazu klicken wir einmal auf den Terminkalender. Dort seht ihr eine Übersicht über den gesamten Terminkalender, den ihr auch zum Beispiel mit Google oder iCloud verbinden könnt. Wenn ihr links auf Unternehmen klickt, findet ihr dort verschiedene Reiter bei den Leistungen. Diese haben wir bei der Einrichtung als erste Dienstleistung schon erstellt, also die Gruppierung 0. Könnte ich jetzt umbenennen als Leistungsgruppe Beschreibung, möchte ich jetzt aber nicht machen. Da unten sehen wir die Leistung kostenloses Erstgespräch. Wenn ich darauf klicke, komme ich zu Einstellungen. Die Einstellungen habe ich in der Einrichtung schon getroffen. Ich kann jetzt aber hier noch auf erweiterte Einstellungen klicken und ihr seht hier nochmal einige weitere Einstellungen, dass man Zeiträume vor oder nach Termin buchen kann und dass es hier zum Beispiel auch Referenz zu Drittsystemen geht. Das ist dann zum Beispiel zu die Automatisierung. Mit Klicktipp können wir hier ein automatisiertes Feld setzen, dass eine bestimmte Person, die gebucht hat, im Klicktipp direkt getaggt wird. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, hier gibt es eine Mehrfachbuchung des Termins, auch gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel mehrere Mitarbeiter habe, aber nur einen Mitarbeiter in eTermin anlegen möchte, dann kann ich das auch machen. Seht da rechts ein Fragezeichen, wenn ihr da drauf geht mit der Maus, dann wird euch dieser Punkt erklärt. Als nächstes klicke ich dann auf Abbrechen. Wenn ihr aber Sachen ändert, dann müsst ihr auf Änderung übernehmen klicken. Ich habe ja nichts geändert, deshalb auf Abbrechen. Gehen wir zum nächsten Punkt, nämlich wenn ihr euer Abonnement oder eure Rechnungsdaten ändern möchtet, da geht ihr links auf Account verwalten und auf Abo-Rechnung und könnt dann eure E-Termin-Version auswählen. Der SMS-Versand kostet zusätzlich, je nachdem wie viele SMS versendet werden sollen, ist aber ein cooles Feature. Wir haben es derzeit noch nicht benötigt. Anschließend kann man auch das Zahlungsintervall und die Zahlungsart ändern. Ich würde hier das SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen, also Kontoinhaber und IBAN eingeben. Das mache ich ganz kurz, einer fiktiven IBAN und einer fiktiven BIC. Und dann müsst ihr euch nicht mehr darum kümmern, dass monatlich das Geld überwiesen wird, sondern es wird dann direkt abgebucht. Außerdem müsst ihr eure Rechnungsinformationen eingeben, damit ihr die Rechnungen auch steuerlich absetzen könnt. Das Ganze mache ich jetzt im Schnelldurchlauf. Gut, ich erkläre mich mit den AGB einverstanden und klicke auf eTermin kostenpflichtig bestellen. Ein interessantes Feature von eTermin ist zum Beispiel die Verwendung von eTermin mit Google. Dazu geht ihr links bei Account verwalten auf externe Portale und seht hier schon Reserve with Google. Dort könnt ihr die Listung bei Google von eTermin aus direkt aktivieren, euren Unternehmensname in Google eingeben. Das muss genau derselbe Name sein wie bei Google My Business. Ebenso die Straße, Postleitzahl und Ort eingeben. Nach einer gewissen Zeit wird dann in dem Google My Business Account, wie hier dargestellt, angezeigt, dass man in diesem Unternehmen Online-Termine erstellen kann. Wir speichern und gehen dann noch weiter zur App. Hier findet ihr eine genaue Anleitung darüber, wie man diese App installiert. Dazu kann ich auch nochmal ein extra Video machen, ist aber eigentlich relativ einfach. Kommen wir nun zum Terminkalender. In den Einstellungen könnt ihr alle Grundeinstellungen des Terminkalenders verändern, die sind selbsterklärend. Was aber wichtig ist, sind die Kalendereinträge, die Titel und die Zusammenfassung. Das wird nachher relevant für den Google-Kalender, aber auch die ganzen Termine, die ihr eintragt, werden genauso angezeigt. Last Name, First Name, Phone, E-Mail. Das zeige ich einmal kurz. Wir klicken also doppelt in den Terminkalender, erhalten hiermit die Ansicht, wie wir einen bestimmten Termin erzeugen können, wählen dann eine gewisse Uhrzeit aus von 30 Minuten. Dies ist ein Testtermin. In den Notizen, Anrede, Herr, Vorname, Fabio und so weiter. Das Ganze mache ich kurz im Schnelldurchlauf. Klicke dann das kostenlose Erstgespräch an, denn das ist die Leistung, die ich vorher erzeugt habe und buchen möchte. Klicke auf Termin speichern und habe hier nun den Termin erstellt. Immer wenn ich den Termin ändere, öffnet sich erneut dieses Fenster mit den ganzen Eingabefeldern. Wichtig hierbei ist, dass man zum Beispiel eine Benachrichtigung senden kann. Das heißt, wenn der Kunde eine E-Mail-Adresse hinterlegt hat, wird er bei Benachrichtigung senden informiert. Ich kann ihn auch als neuen Termin einfügen und das kann man auch in den Grundeinstellungen ändern, ob das dauerhaft angegeben ist. Nun werden alle Termine wie dieser eine Termin angezeigt. Nachname, Vorname, dann noch weitere Felder, die ich jetzt hier nicht ausgefüllt habe. Und unten sieht man dann noch die Zusammenfassung. Titel, also wir gehen wieder auf Einstellungen, gehen weiter runter zum Kalendereinträge Titel. Wenn ich rechts auf dieses Fragezeichen gehe, dann sehe ich schon alle verfügbaren Felder, die ich einfügen kann. Ihr seht hier dann auch zusätzliche Felder, die heißen dann Additional 1, Additional 2 und so weiter. Die kann ich explizit selbst bearbeiten. Die anderen Felder haben schon vordefinierte Namen, wie zum Beispiel die Postleitzahl heißt
Zip. Diese Felder sind dann auch explizit so benannt, wenn ihr zum Beispiel in den Termin rechts die Eingabemaske euch anschaut. Diese Felder entsprechen genau diesen angegebenen Eingabefeldern. Nun müssen wir noch unsere Buchungsseite verarbeiten. Das heißt, hier gehen wir links auf Buchungsseite, auf Felder Kontaktdaten und hier findet ihr dann alle Felder, die veränderbar sind in der Reihenfolge und die man natürlich auch so verändern kann, nämlich das Zusatzfeld 1. Kann ich jetzt umbenennen, zum Beispiel in den Familienstand lasse ich das Feld anzeigen. Falls ja, wo möchte ich es angezeigt haben? Im Terminkalender oder nur auf der Buchungsseite oder Buchungsseite und Terminkalender. Ich möchte beides, deshalb klicke ich auf Buchungsseite und Terminkalender. Die Eingabe in der Buchungsseite, ist die verpflichtend oder optional? Das kann ich alles auswählen. Und im Terminkalender ist sie eventuell dann verpflichtend oder andersherum. Ich lasse es jetzt aber auf optional. Die interne Feldbezeichnung ist die Bezeichnung, die wir nachher in den Einstellungen einfügen müssten. Beim Feldtyp gibt es verschiedene Varianten. Die solltet ihr einfach alle einmal ausprobieren. Ich nehme hier die Auswahlliste und ihr seht dann immer, wenn ihr aufs Fragezeichen geht, wie ihr diese Liste ausfüllen müsst. In dem Fall ledig, dann das Strichpunkt, verheiratet, Strichpunkt, geschieden. Klicke dann auf Speichern und habe hier dann das Additional 1 Feld als Familienstand umgenannt und möchte das jetzt nach oben schieben. Ihr seht, hier sind kleine Pfeile, wo ich das Ganze immer weiter nach oben schieben kann, so dass es Sinn macht, der Familienstand vor dem Vorname bzw. Nachname. Die Kundennummer, die möchte ich natürlich im Terminkalender angezeigt haben. Dies seht ihr auch für alle Felder direkt in diesen einzelnen Spalten. Eingabe Buchungsseite und Eingabe Terminkalender. Was heißt das jetzt aber eigentlich? Naja, Eingabe Buchungsseite. Irgendwo möchtet ihr die Leute ja auf eine Buchungsseite lotsen. Entweder ihr macht das als Standalone-Tool oder ihr bindet es auf die Webseite ein. Da habe ich ein extra Video dazu gemacht. Diese Eingabemaske können wir verändern, indem wir sagen, wir gehen jetzt zurück auf E-Termin und klicken dann in diesen einzelnen Feldern bei Feldanzeige, dass wir sie hier in der Buchungsseite anzeigen möchten. Zum Beispiel sehen wir die Kundennummer, ist nur im Terminkalender sichtbar. Das dürfte jetzt in der Buchungsseite nicht auftauchen und hier sehen wir, ist die Kundennummer auch nicht vertreten. Gehen wir aber auf den Terminkalender und machen einen neuen Termin, dann sehen wir, dass bei den Kundeninformationen plötzlich das Feld Kundennummer auftaucht. Und diese Einstellungen kann ich alle bei Buchungsseite Felder Kontaktdaten individuell für meine Gegebenheiten verändern. Kommen wir noch kurz zur internen Feldbezeichnung. Diese wird benötigt, wenn ihr die Reihenfolge der Einträge verändern möchtet. Genau diese Feldbezeichnung, die mit einem Prozentzeichen innen und außen geklammert sind. Ihr seht hier schon Additional 1, Additional 2 und so weiter. Die Felder haben wir zwar anders beschriftet mit dem Familienstand, aber das Feld heißt trotzdem noch Additional 1. Also hier müsst ihr aufpassen, welche Namen ihr da verwendet. Am besten ihr geht immer zu den Felder Kontaktdaten und schaut, welches Additional Feld hat welche Bezeichnung. So, und das möchte ich jetzt hier eintragen. Das heißt, ich möchte den Nachname noch den Familienstand einfügen. Dazu mache ich hier ein Prozentzeichen, gebe dann Additional 1 Prozentzeichen, dann einen Strichpunkt. So, und jetzt aufgepasst, so würde das Ganze nicht funktionieren, denn wir brauchen Großbuchstaben. Also Achtung, Großbuchstaben verwenden. Das mache ich jetzt wieder weg und füge es gleich richtig ein. Bei Zusammenfassung seht ihr ein komisches BR, das heißt Break. Das bedeutet einfach eine neue Zeile. Also gehe in die nächste Zeile, das füge ich hier nachträglich nochmal ein. Das ist ein Zeilenumbruch. Das werdet ihr jetzt gleich sehen, wenn wir den Kalendereintrag speichern. Ich klicke also auf Einstellungen speichern und alle Felder haben sich verändert. Ihr seht jetzt plötzlich hier das dauerhaft stehende Minus. Habe im Familienstand nichts eingetragen, deshalb möchte ich hier jetzt ledig auswählen, mache hier Termin speichern und plötzlich steht hier Fabio Celentano ledig dran. Auch in der Zusammenfassung hier unten seht ihr, dass das ist ein Zeilenumbruch plötzlich in der neuen Zeile steht, weil ich davor diese geklammerte BR eingefügt habe. Kommen wir noch auf verschiedene Kalender zu sprechen, dazu geht ihr links auf Unternehmen und Kalender und da seht ihr schon, hier habe ich einen Kalender für einen Mitarbeiter, nämlich für mich, erzeugt. Möchte jetzt aber zum Beispiel einen weiteren Kalender haben. Das heißt, dieser neue Kalender benenne ich jetzt zum Beispiel nach einem neuen Mitarbeiter. Der heißt Mitarbeiter automatisiertes Unternehmen. Beschreibung, hier ist der Kalender eines weiteren Mitarbeiters. Wichtig für euch zu wissen, pro Kalender, den ihr zusätzlich einfügt, zahlt ihr monatlich einen kleinen Extrabetrag. Anschließend wähle ich ein neues Bild für den Mitarbeiter aus. Dann nehme ich jetzt irgendeines und gehe auf Erweiterte Einstellungen. Wenn ihr möchtet, dass der Mitarbeiter benachrichtigt wird, sobald jemand einen Termin bucht, dann könnt ihr die E-Mail-Benachrichtigung an den Mitarbeiter aktivieren. Weiter unten seht ihr noch eine manuelle Terminbestätigung, die aktiviert werden kann. Wenn ich alles angepasst habe, was ich möchte,
klicke ich dann auf Änderungen speichern. Möchte ich eventuell eine zusätzliche Leistung einfügen, gehe ich hier links auf Leistungen und unten dann auf neue Leistung, Kurs hinzufügen, vergebe einen Namen an die Dienstleistung, auch wieder kostenloses Erstgespräch und nehme jetzt hier in einem bestimmten Postleitzahlgebiet, weil mein Mitarbeiter beispielsweise aus einem anderen Postleitzahlbereich kommt. Termindauer auch wieder 30 Minuten, der Preis bleibt bei 0 Euro. Für das Kürzel wähle ich zum Beispiel, dass ich nachträglich noch weiß, für welches Postleitzahlgebiet er zuständig ist. PLZ 1 bis 5, das heißt im Bereich Postleitzahlen, die mit 1, 2, 3, 4 oder 5 anfangen, ist dieser Mitarbeiter zuständig. Klicke auf Einfügen und habe dann die neue Dienstleistung in einem bestimmten Postleitzahlbereich. Das muss ich aber jetzt noch konfigurieren, das zeige ich euch aber in einem anderen Video.